Guten Morgen, ihr Lieben. So, ihr seht, meine Facebook-Live-Zeit ist am Morgen hier am See. Und da das Wetter noch nicht entschieden ist, ob es sonnig oder regnerisch wird, stehe ich hier mit der Regenjacke. So, jetzt warte ich, bis ihr kurz dazu kommt. OMG, was habe ich heute schon für einen Morgen gehabt? Hey, wowsi, wowsi, wowsi. Ich glaube, ich habe Lippenstift auf den Zähnen. Who cares? So. Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. So. Wie ist deine Welt? Wie geht's deinem Körper? Merkst du? Ja. Schreib's mal gern rein. Wer hat gerade wirklich Schmerzen im Körper, Steifheit im Körper? Es läuft nicht so geschmeidig, wie du es kennst. Wir hatten heute Morgen 2 SOP-Sessions und ich merke so, wow, das Universum von X-Men dreht hoch ohne Ende, ja? So. Ich beginne zu, ja, anzuerkennen, was die Wahl X-Men-Facilitator zu werden in meiner Welt eröffnet. Ja? So, wie viel mehr ist dieser Space von der Evolution in was Größeres viel stärker in meiner Welt präsent als je zuvor. So, und jetzt möchte ich mich an all die da draußen wenden, die auch so viel Wahrnehmung haben. Ne, wenn dir dein Körper wehtut, es fühlt sich bla 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 an. Wenn jedes Mal du sagst, ich habe das Gefühl, das, dann hör dir zu. Hast du ein Gefühl oder hast du eine Wahrnehmung? Okay, Schulter, Nacken, links ist nicht so geschmeidig wie sonst. Frag wirklich, was nehme ich wahr? Und wie oft, wenn du fragst, was nehme ich wahr, gehst du in deinen Kopf und suchst nach der Antwort, was es ist, was du wahrnimmst. So, wenn du jetzt aber jemand bist, der eine Riesenwahrnehmung hat, die, ja, weil sich vielleicht eine Zukunft 10.000 Jahre von jetzt beinhaltet, die ne, unendliches Wesen beinhaltet, dass, weiß ich, welche Planeten mit dir kommunizieren und die noch nicht mal einen Namen haben, wirst du dann das, was du wahrnimmst, benennen können? Wahrscheinlich nicht. So. So alles, was das ist. Ne? So, ich möchte euch einfach einladen, okay, wow, so was nehme ich wahr und was habe ich hier für Kapazitäten? Wenn du nicht bei Aua, mir tut was weh, wie werde ich den Schmerz los stehen bleibst und das die Frage ist, wie werde ich es los, sondern wirklich beginnst, präsent zu werden mit deinem Körper und zu fragen, was nehme ich hier wahr und ist damit vielleicht was möglich? Na, die 4 Fragen, die du im Foundation lernst, was ist es, was mache ich damit, kann ich es ändern, wenn ja, wie? Und kann ich es ändern, was, wenn es nicht heißt, kann ich es ändern, wie werde ich es los, wie oft gehst du zu dieser Frage, darum geht es nicht. Du kannst auch fragen, kann ich damit was ändern? So. Und wo die SOP-Session heute Morgen hingeführt hat, das war so, wowser. Ne? So, wenn du beginnst, dich hochzudrehen, der Space zu sein, der du bist, der Space der Veränderung. Wo kannst du überall mit Bewusstsein und den Molekülen spielen, ja? So, ich bin total neugierig. Und da möchte ich euch alle einladen. Wo bist du gewohnt, bei einer Schlussfolgerung stehen zu bleiben und da festzustecken, anstatt, Moment mal, ne, mir tut mein Körper weh, ist ja auch nicht wirklich eine Frage. Sondern, okay, what's going on? What am I aware of? Was ist hier sonst noch möglich? So, der Moment, die Tools zu verwenden und anzuerkennen, wow, wir sind in der Zeit. Ich meine, spielt mal rein, wie viele von euch sind Vorreiter für was völlig Neues? Und gebt mir gerne mal ein Handzeichen, wenn du weißt, ja, ich bin hier für eine ganz andere Welt. Ich bin hierher gekommen, ich habe meinen Körper in dieser Zeit kreiert, um hier was anderes einzuladen. So, was, wenn das andere völlig anders ist als das, was jetzt existiert hier? Sounds crazy? Nimm immer nur das, was leicht für dich ist. Glaub mir gar nichts, ja? So. Wo bleiben wir Grundfesten, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, ne? Bei dem Rahmen der alten Realität. Was, wenn du was völlig anderes in die Welt bringen kannst? Völlig anders, das gar nicht definiert ist. Ne? Wo dein Verstand gar keine Idee hat, was noch möglich ist. Ja? Und da möchte ich euch eigentlich einladen. Also, was nehmt ihr wahr? Versuch mal, keine Ahnung. Wenn ich jetzt versuchen würde, das hier zu beschreiben, wie hier die Sonne über dem See ist. Ich zeige euch das mal. So werde ich das wirklich in Worte beschreiben können, wie ich das wahrnehme. Ne, was für ein Gewahrsein ich habe, was hier alles mit mir kommuniziert. Jedes einzelne Wassermolekül, die Wolken, die Sonne, das Surrounding, wie andere das wahrnehmen. Kann ich das jemals in Worte fassen, was alles gleichzeitig da ist, was ich empfange, was ich wahrnehme?
So, was, wenn das andauernd ist? Was gibt dir dein Körper für Informationen? So, also ich kann euch sagen, ich freue mich tierisch auf Sonntag und meinen ersten X-Men-Kurs und spür mal rein, wenn du ja sagst, diese. Wozu lädt dein Körper dich ein? Ne? Frag mal vielleicht mal so rum. Dein Körper gibt dir andauernde Informationen. Und wenn du sagst, ja, ich weiß, dass ich ein wahrnehmender Mensch bin. Ja, aber zu welchem Grad weißt du das? Was, wenn das ein Bruchteil dessen ist, von dem, was wirklich du wahrnimmst, ja? Sondern wir haben das nicht gelernt. Wir haben gelernt, uns einzufügen. Keiner sagt dir, dass du mega Gewahrsein hast. So. Also ich bin gespannt, was wir entdecken können. Meine Welt macht bum, bum, bum. Ne? So dieses, heute Morgen hat jemand das Feedback geschrieben. Oh, es spürt sich an, als ob wir heute einen Stecker raus. Ne? So dieses wirklich Unplug von dem alten Scheiß und wirklich Ja sagen zu den riesen Möglichkeiten, die wir haben. Ne? Es ist unsere Zeit. So, wenn du versuchst, dazu zu gehören, kommt das Neue dann. Was, wenn du ein Vorreiter, wenn du was anderes bist? Und wie gesagt, glaub mir gar nichts, wenn du sagst, Simone ist full of shit. Kann ich total nachvollziehen. Es sound crazy. Aber wenn du sagst, hey fuck, vielleicht hat's da was, dann schau mal, was wir den nächsten Schritt hier kreieren, ja? So, was, wenn es wirklich leicht werden darf für dich, wenn du anerkennst, wie anders das du bist. Und es nicht bekämpfst und sagst, okay, was ist mit dem anders wirklich möglich? Das war übrigens mein. In meinem ersten Foundation das Riesen-Aha, so dieses, ich bin nicht falsch, ich bin anders. Und da war von Anfang an, was ist mit diesem anders möglich? Und jetzt mit X bemerke ich, okay, ist nicht nur anders, anders, es ist mega anders, anders. Jeder Einzelne ist so anders. Und ja, welcher Beitrag darf ich für dich sein, dass du beginnst anzuerkennen, dein Anders als Geschenk zu empfangen, anstatt es weiterhin zu bekämpfen, ja? So, was, wenn die Erde nach dir in deinem Anderssein fragt? Leicht oder schwer. Also, let's find out. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.